Ja, es war so, dass der Ball nach mir sprang und sehr, sehr weit oben war. Und ich wollte den Ball fangen bzw. den Ball blocken. Und dann ist er wieder zurück ins Spiel gesprungen. Und der Schiedsrichter hat mir dann daraufhin gesagt, ja, ich hätte eine Spielverzögerung provoziert und hat mir dann die rote Karte gezeigt. Ich war natürlich total verdutzt, hätte das nie und nimmer erwartet. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Ball einfach über mich springen lassen. Aber ja, schade, dass es so gelaufen ist.